Die siebte Kirchheimer Friedenstour, Etappe 5. 70 Kilometer, 860 Höhenmeter. Mein Name ist Martin Schmid, ich nehme dich mit auf eine Tour. Zurück zur Langsamkeit und vorwärts zu sich selbst. Schlüssel ist Abgeber, oder? Fünf Flüsse, so ungefähr halt, nur ganz anders. Die Etappe 5 mit Heimreise. Das habe ich im letzten Film schon gesagt. Schwerpunkt sind diesmal die künstlichen Wasserstraßen. Aber weil Wasserstraßen so langweilig sind, schauen wir uns kurz den Dörlo-Speicher an. Das ist ein künstlicher Speichersee, um den Wasserstand im Main-Donau-Kanal sicherzustellen, falls mal die Pumpen ausfallen. Und dann biegen wir ab und fahren die alte Bahntrasse der Buckelbahn. Aber der Name sagt nicht viel. In Bayern heißen alle alten Bahnen Buckerl. Zumindest zu Dampflokzeiten. Egal, sagte ich nicht künstliche Wasserstraßen? Also zurück zum Ludwig-Donau-Kanal und der begleitet uns jetzt bis Nürnberg. Jedenfalls in der Theorie. In der Praxis klappt das nicht ganz, denn in Freistadt erwischt uns noch die Klosterbasilika Maria Hilf. Vor den Toren von Freistadt liegt auf der flachen Wiese der Zentralbau des deutschen Hochbarocks. Die Geschichte der Wallfahrtskirche geht bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges zurück. Aber die beliebte Kirche wurde erst um 1700 so richtig ausgebaut. Ihre Pläne dienten einst als Vorbild für die Berliner Frauenkirche. Jetzt aber wirklich künstliche Wasserstraßen. Also zurück zum Ludwig-Donau-Main und so Kanal. In der Nähe vom Autobahnkreuz Feucht erreichen wir die Kanalbrücke über die Schwarzach. Hier überspannt der Ludwig-Donau-Kanal das tiefe Tal der Schwarzach. Das war einst eine echte ingenieurtechnische Meisterleistung, die freilich erst beim zweiten Anlauf klappte. Beim ersten Versuch brach alles in sich zusammen. Der Brückenkanal wurde wieder aufgebaut und jetzt hält er, seit nun 177 Jahren. Aber jetzt weichen wir wirklich nicht mehr ab vom Ludwig-Donau-Kanal. Also zumindest bis kurz vor dem Bahnhof. Die Heimreise mit der Bahn, das 9-Euro-Ticket. Ja, genau.
Katastrophe? Naja, fast. Der Zug fährt zumindest. Den Fahrplan vergessen wir lieber und nutzen die Zeit für ein kurzes Resümee. Oder wie man das nennt, so ein Fazit halt. Die Anreise mit der Bahn plant man besser wie eine Katastrophe. Eine Übernachtung im Automatikhotel verläuft sicher suboptimal. Der Totalausfall eines Hotels, unabänderlich und sehr bedauerlich, aber nicht planbar. Das ist kein Vorwurf an das Hotel. Vorwerfen kann ich das nur Booking.com, die es nicht für nötig gehalten haben, mich zu informieren. Keine Information, keine Entschuldigung, keine Entschädigung, nix. Aber ein Versprechen, dass sowas bestimmt nie mehr vorkommen wird, damit fange ich viel an. War super, wunderschön. Natürlich nur dank exzellenter Planung und unkomplizierter Umplanung. Aber in dieser Form wird es die Friedenstour in Zukunft wohl nicht mehr geben. Als Tourguide kann ich so ein Risiko nicht mehr tragen. Rein juristisch wäre ich längst im Gefängnis und als Reiseveranstalter hätte die Tour locker das Vierfache gekostet. Das trage ich so nicht mehr. Vielleicht anders, wir werden sehen. Danke, dass du dabei warst. Daumen hoch und denk an das Abo. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.